falschen Frau? Ich will mir gar nicht ausmalen, was die mit mir gemacht hätten. Und dann haben wir hier noch einen. Was ist denn das für eine? Auch ein Menschen... Oh! So, dich haben wir... Dich haben wir auch... Ja, ich muss mich erstmal hier ein bisschen verteidigen. Ah. Erstmal den Spasten da weg. So, da haben wir sie erstmal alle weg. Die Granate war super gesetzt. Also da staune ich selber, dass ich da so gut geschmissen habe. Weil mit den Granaten habe ich es ja nicht immer so. Lass mich doch nicht so hier! Vielen Dank. Bitte schön. Es ist gut, frei zu sein. Und jetzt nichts wie raus hier. Komm, friss den. So, und den haben wir auch weg. Was? Was willst du denn jetzt noch für Objekte sammeln? Ich dachte, wir müssen hier nur befreien. Ach, da oben ist noch was. Was sollen wir denn da sammeln? Ach, das Logbuch der Raiders. Holen wir die Materialien zurück. Was? Ach, da hinten. Ach, wir müssen die Materialien jetzt... Ah, okay. Ja, okay. Hast mich überzeugt. Und schon wieder so eine lange Folge. Ja gut, dann mache ich wieder eine 30-Minuten-Part raus und zerstückel den in ein paar Streifen. Nicht ein paar Streifen, Quatsch, in zwei Parts. Mensch, ich bin wieder geistig abwesend. Ich labere einfach nur so irgendwelches Zeug vor mich hin. Ach ja. Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen die Informationen abgeben. Frau. Dieses nervige Ego, ne? Oh, hier haben wir einen Händler. Warte mal, da steige ich doch einfach mal ab und guck mal, was der Händler zu bieten hat. Und gleichzeitig können wir auch noch unsere Gegenstände verticken und gucken, ob wir bessere gefunden haben. So, gucken wir erstmal wieder nach Schnellfeuerwaffen. Da haben wir so, wie es aussieht, nichts dabei. Was haben wir? Kann die? Ne, die ist wesentlich schlechter. Und Heckenschützengewehre haben wir auch so nichts weiter, ne? Ne, keine gefunden. Granaten, aber haben wir ordentlich was. Oh, die ist schön. Die nehme ich mal. Die ist wieder schlechter. Die ist auch nicht besser. Das sind Brandgranaten. Interessieren mich nicht. Und Haftgranaten auch nicht. Was schaut es denn mit Schilden aus? Taifun. Orkan. Eisenschutz. Auch nichts. Also wir können alles verkaufen. Oder wir spalten es auf. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Wie viel haben wir denn? 35 von 75. Ich glaube, wir spalten mal unsere Gegenstände auf. Das geht nicht. Rino ist ausgerüstet. Ja. Dass wir da noch ein bisschen was kriegen, um noch zusätzliche Lockboxen uns zu besorgen. Auch aufspalten. Da brauche ich gar nicht alle auswählen. Die gehen der Reihe nach durch. Auch den. So, das ist die nächste. Dann können wir den Granatwerfer wegmachen. Raketenwerfer brauche ich auch nicht. Also verkaufen geht schneller. aufspalten. Die Waffenmods können wir auch aufspalten. Das finde ich gut. Dann noch ihn. Wie viel haben wir denn davon jetzt eigentlich? Sieht man das irgendwo, wie viele von dem Schrottzeug man hat? Im Moment nicht. Naja, machen wir erstmal weiter. Und den auch noch. Ach, Moment, der Eisenschutz ist ja auch noch da. Aufspalten. So, das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel Schrottteile? Sieht man gar nicht, wie viel Schrottteile man hat. Da muss man erstmal hier zu so einer Lockbox.
Wir haben jetzt 42.000. Dann holen wir uns doch einfach mal kaufen, ja. 45. 55. 65. Gut, super. Und jetzt hole ich uns mal die Tier 4 Lila Box. Mit Ressourcen oder mit Bits? Scheiße, was sind Bits und was sind Ressourcen? Hm. Das ist die Frage. Ressourcen oder Bits? Ressourcen oder Bits? Ich muss erstmal mich informieren, was sind denn überhaupt Bits? Gehen wir hier erst nochmal raus. Was zur Hölle sind Bits? Das sind Mods. Huh. Gut, gehen wir hier nochmal raus. Ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause und ich bin gleich sofort wieder da. Gut, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt mal informiert. Bits sind die Echtgeldzahlmethode. Also hier, das sind die Bits. Also ihr seht den Mauscursor wahrscheinlich wieder nicht. Ihr seht ja bei der lila Tier 4 Lockbox 400 Bits oder 64 Schlüssel und 3000 Scribes. Ich kaufe die natürlich mit Scribes. Wenn ich die jetzt kaufe, kann ich ja, haben wir ja gerade schon gesehen, aussuchen, ob in der Kiste Bits drin sein sollen, also echt Geld, womit man sich irgendwas kaufen kann, oder ob da Ressourcen drin sein sollen. Ich möchte natürlich Ressourcen haben. Und sehe schon, es ist nur Scheiße drin. Es ist wirklich nur Scheiße drin. Na bravo. Ja. Ein lila Teil bekommen, ich hätte aber gerne irgendwie ein vernünftiges lila Teil gehabt. Ach, Mann. Den Injektor haben wir jetzt. Was macht der denn? Schaden 4. Super. Aus 15% Aufladung der Selbstwiederbelebung beim Wiederbeleben anderer Spieler. Belegt infizierte Ziele mit einem Verlangsamungseffekt, der die Bewegung einschränkt. Na, das ist ja überhaupt nicht meins. Dann würde ich sagen, machen wir den wieder aufspalten, wa? Kriegen wir bestimmt ordentlich 1000 solcher Dinger. Ja, ist gut. Der Raketenwerfer, der interessiert mich auch nicht. Also hat jetzt nichts gebracht, schade. Die Waffe interessiert mich auch nicht, wobei die schön viel Schaden macht, aber weg damit. Und die Waffe interessiert mich auch nicht. Ich hätte ganz gerne ein lilanes Schnellfeuergewehr gehabt. Aber das hat nicht sollen sein. So, wir sind hier jetzt auf jeden Fall durch. Und wir können mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Ach, ist ja hier direkt um die Ecke. Da in die Richtung. Und da geben wir dann die Informationen an. Ab. Das wird dir nicht so viel bedeuten wie die Belohnung. Aber vielen Dank. Gut, damit haben wir auch die Nebenmission fertig und da haben wir schon sofort die nächste. Das scheint dann Teil 3 zu sein, wa? Räumungsbescheid Teil 3. Ja, dann würde ich sagen, ab dahin. Hier runter war es, glaube ich. Fahren wir! Ja, auf jeden Fall Richtung Norden. Gucken wir mal. Moment, da muss ich lang. So, absteigen und dann einmal hin. Ich hätte da einen Auftrag für jemanden von deinem Kaliber. Deine Versuche, Madeira von der Rädergeißel zu befreien, waren unendlich hilfreich. Dafür danken wir dir. Aber es gibt noch mehr zu tun, bevor wir erfolgreich sein werden. Die Informationen, die du zuvor gefunden hast, zeigen ein Dock weiter nordöstlich. Das die Raiders Heaven's Gate nennen. Sie benutzen es, um unentdeckt in Madeira einzudringen. Das Hauptproblem ist, dass wir nicht wissen, woher sie eindringen. Bitte gehe dorthin. Kümmere dich um die Raider und suche nach Informationen, woher sie kommen. Akzeptieren.
Ich weiß, wohin wir müssen. Los! Ah, da müssen wir einmal da runter. Dann machen wir das auch glatt mal. Wo führt uns der Weg denn dahin? Ach, da hinten waren wir, glaube ich, auch schon mal gewesen. Während wir irgendwie auf... Ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben. Aber ich meine, da hätten wir uns schon mal durchgekämpft. Ich bin gerade am Überlegen, wie weit ist das noch? Ach, sind noch 200 Meter. Ja, dann können wir noch ein Stück weiterfahren. Weil sonst hätte ich mir nämlich überlegt, über einen Berg hier und von da oben dann die Räder abzuknallen. Das sieht gut aus. So, einmal hier. Hoch kommt er natürlich. Doch, er kommt hoch. Ich bin begeistert. Ich bin schwer begeistert. Können wir von... Jo, hier waren wir schon gewesen auf dem Schiff. Dann gucken wir mal. Irgendwelche Gegner in der Nähe? Los, gehen wir. Ich habe das Ziel markiert. Okay, dann mal hin. Im Moment scheint hier noch nichts an Gegnern zu sein. Aber da wird gleich bestimmt wieder der Krieg losbrechen, wenn wir da sind. Ah, bisher noch nichts. Aber einen Datenrekorder haben wir hier auf jeden Fall. Nehmen wir den noch erstmal mit. Ne, machen wir erst hier das auf und dann den Datenrekorder. Los, gehen wir. Ich habe das Ziel markiert. Colonel Hampton, Hammerhead Gratch. Du siehst scheiße aus, du alter Hund. Sir, rühren. Ich kann mich nicht an die neuen Sterne auf ihren Schultern gewöhnen, Sie Mistkerl. Ja, echt beeindruckend. Oder? Ham, ich habe einen Auftrag, für den du genau der Richtige bist. In meiner neuen Position erhalte ich Einblick in Akten, die die meisten Offiziere niemals zu Gesicht bekommen. Fängerprojekt? Wollen die E-Raps einen Hellbuck-Fänger mal starten? Ein MDE-Experiment. Dieser Techniker, Peter Nardone, hat herausgefunden, wie man Hellbucks mit Schallwellen steuert. Behauptet er zumindest. Mach schon! Ich will, dass du in einem Platoon sein Labor annimmst und das Projekt reaktivierst. Was sagst du? Die Hellbugs werden für sie tanzen und ihnen Trauben reichen, wenn ich fertig bin. Und, Gratch, ich muss mich doch nicht um deinen Geisteszustand sorgen, oder? Sie glauben diesen Müll? Also echt, ich bin's! Na los, mehr! Schilder ausgefallen! Gib mir Deckung! Ich verblute! Gut, dann nehmen wir hier immer noch das Päckchen mit und dann können wir hier die nächsten Informationen holen. Finde das Logbuch. Wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab! Jawohl! Schnapp ich mir. Komm, verpiss dich. Natürlich, wir sind viel zu weit geschmissen. Ins Schwarze. Und den haben wir auch weg. Super. Oh, da liegt noch eine Waffe. Aber auch wieder nur eine Shotgun, was mich überhaupt nicht interessiert. Und ich würde sagen, wir gehen fahren schnell wieder weg hier. Geben die Quest noch ab und dann beende ich die Aufnahmesession an dieser Stelle. Ja, ich habe gesagt, ich wollte eigentlich bis 2 Uhr aufnehmen. Aber... ich muss auch noch ein bisschen was wieder im Haushalt tun und ich muss auch noch wieder hochladen. Das habe ich gerade gar nicht alles bedacht, als ich da voreilig gesagt habe, ich nehme es 2 Uhr auf. Ist aber nicht so wild. Ihr habt auf jeden Fall erstmal wieder für, ich glaube, 10 Tage oder 20 Tage auf jeden Fall erstmal wieder Folgen, weil die kommen ja alle 2 Tage nur. Gut. Gehen wir hier mal ab. Dankeschön. Du hast großartige Arbeit geleistet. Vielen Dank. Und damit haben wir dann auch diese Nebenmission fertig. Wir können jetzt nochmal eben kurz gucken, was als nächstes anstehen würde.
Und ich glaube, ach, guck mal, da haben wir auch noch eine Nebenmission. Was ist denn das? Ist das tatsächlich Teil 4? Ist das auch noch? Ja, dann porten wir uns da einfach mal hin und werden an dieser Stelle dann die Aufnahme beenden. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß mit diesem Spiel und ihr seid auch gespannt, wie es mit den Archen, mit der Archenmatrix und der Story weitergeht. Schaltet also dann übermorgen wieder ein, wenn es heißt Let's Play Defiance. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao!